Da kommt ja schon wieder der an. Kommt schon wieder der Typ da an? Ich glaub's ja nicht. Wir müssen das irgendwie anders machen. Wir müssen da mal einen Feuerball hinterschmeißen. Also sollten wir hier nochmal laden müssen, dann werde ich es anders machen. Jetzt kommt hier eine Nymphe oder irgendwas, ne? Eine Nymphe, genau. Du gehst gegen den hier. Vielleicht machen wir doch einen anderen Zauber. Aganazas Flamme hierher. Okay, oh, wir sind alle ziemlich verletzt hier, unsere Freunde. Aber na gut. Sehr gut, Aganazas Flamme kommt hier gut an. Dann könntest du vielleicht einen Heiltrank trinken, Minsk. Du auch. Und sie theoretisch auch. Nee, sie muss eigentlich nicht. Du sollst doch gegen den gehen. Ich glaube, wir können das nicht einstellen, gegen wen sie geht. Sehr gut. Wer ist jetzt gestorben? Wer hat jetzt gerade so gekreischt? Ich glaube, hier Anhänger von Sarebok hat gekreischt. Jahera. Du musst hier dich mal verteidigen, ja. Der ist leider in den Nahkampf gegangen. Minsk gegen den Oger. Und du machst hier auch mal Stock-Action. Ja, okay, Minsk wurde verletzt. Minsk, du trinkst einfach nochmal einen Heiltrank. Ja. So, den haben wir auch schon ganz schön unten, das ist gut. Minsk, du musst deinen Heiltrank trinken, nicht vergessen. Wegen das jetzt gerade? Oh, der Typ ist tot. Okay. Das Ziel für die Nymphe ist verschwunden. Das heißt, wir können jetzt gegen den hier gehen, oder? Die drei gegen den. Du kannst wieder deinen Fernkampf machen, theoretisch. Wir könnten auch mal Minsk heilen. Das wäre vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Ja. So, Minsk, du gehst wieder gegen ihn. Obwohl der Söldner vielleicht gefährlicher ist. Aber der Oger hat immer noch alle Punkte, ne? Na gut. Ja, jeder hat was zu tun, sehr schön. Gut. Dann geh gegen den Oger bitte. Oder, ne, warte mal, wir könnten auch mit ihr gegen ihn gehen. Damit wir den schnell unten haben. Und mit ihr auch. Oh, 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 Minsk. Das ist verschlecht. Minsk, verschwinde. Was ist jetzt passiert? Ah, die haben den fertig gemacht. So. Dann geht's jetzt gegen den Ogre. Minsk verschwindet. Und Krea, du machst einen Zauber. Und zwar, welchen Zauber können wir denn machen? Säurepfeil. Säurepfeil gegen den Ogre. Warum nicht? Das verschwindet Minsk ein bisschen. Ja, Minsk, du bist hier in der perfekten Position, um einen Halt reinzubringen. Minsk, du jetzt läufst du hier runter und Krea, du auch. Genau. Minsk, lauf weiter. Und Krea. Zauber. Ah, sehr gut. Jetzt haben wir es. Sehr gut. Ja, passt. Ja, ah, wir haben ihn fast unten. Wir haben ihn fast unten. Dann kannst du hier mal den Zauber machen. Und Minsk attackiert hier nochmal. Bevor Branwen dasselbe Problem ist. Sehr gut. Den haben wir auch getötet. Und den haben wir auch getötet. Perfekt. Dann könnt ihr beide noch gegen den gehen und dann müssten wir es eigentlich geschafft haben.
Wir haben ihn fast. Den letzten Söldner. Und jetzt ist es soweit. Puh, 175 Erfahrungen gab es dir. Aber wie viele Punkte gab es denn da insgesamt? 650, 450. Eieiei. Also viele Punkte gab es gar nicht. Dafür, dass der Kampf doch relativ anstrengend war. 300. Vorher gab es mehr Punkte gegen diesen Nachtalb. Und der war gar nicht so das Problem. So, Leute. Was wir eindeutig machen müssen, ist, wir müssen uns heilen. Ja. Hier gibt es auch einige Sachen. Gegengift mal für Krea. Warum hat sie kein Gegengift? Was haben wir denn hier noch? Irgendwelche ganz komischen Sachen. Du kannst auch noch das Gegengift mitnehmen. Dann die Kette. Was erzählt er denn da? Kannst du die Kette nehmen? Ja. Die Kette geben wir mal an Krea weiter. Kann sie nämlich wegpacken. Sehr schön. Okay. Gut, haben wir sonst hier irgendwelche Sachen, die interessant sind für uns? Ich glaube nicht. Alle möglichen Ausrüstungen. Aber ist das alles nicht interessant? Nichts davon ist interessant. Gut, dann ziehen wir uns jetzt zurück. Also ich speichere jetzt erstmal. Dann ziehen wir uns zurück. Yes, dear. Und zwar an die Stelle, wo wir vorher schon gerastet haben und rasten nochmal. Und zwar vielleicht sogar zweimal. Wo war denn die Stelle nochmal? Das war hier. Wie läuft denn da hinterher? Ach, das ist die Nymphe. Ja, stimmt. Gut. Dann bitte jetzt rasten. Daumen drücken, dass wir nicht angegriffen werden. Na. Wir werden nicht angegriffen, sehr gut. Gezielter Schuss, was? Versucht sich im Schatten zu verstecken, was ist jetzt los? Irgendein Elite-Söldner ist hier noch unterwegs. Aber wo? Wir werden vielleicht doch angegriffen, nur wir sehen es gerade nicht. Nee, da hätten wir aber nicht 8 Stunden geruht. Merkwürdig, oder? Ich schätze mal, dass wahrscheinlich hier hinten noch ein Gegner ist, den wir aber noch nicht sehen. Gut, wir werden trotzdem nochmal rasten. Diesmal werden wir angegriffen. Ja, ich dachte es mir fast. Okay, wen haben wir denn da? Zerfedertes Skelett, Skelett, zwei Skelette, also 5 Skelette und ein zerfedertes Skelett, wenn ich es jetzt richtig sehe. Dann gehen wir erstmal alles zusammen gegen den. Oh, nee, ich dachte, seine Waffe wäre zerbrochen. Ist aber nicht der Fall, Gott sei Dank. Dann alle gegen ihn. Wer kriegt denn da ab? Ihn einer kriegt da die ganze Zeit ab. Ja, Hera ist das. Ja, Hera, du musst dich hier wehren. That stings, doesn't it, Devo? Sehr gut, dann gegen den hier. Und Krea, du kannst währenddessen mal den hier gegen ihn machen. Und gleich nochmal. So, währenddessen können der Rest... Den haben wir schon fast. Sehr gut. Und jetzt alle gegen den letzten. Sehr gut. Haben wir also. Gibt es irgendwas Interessantes? Ja, es gibt tatsächlich was Interessantes. Nämlich einige... Pfeile hier. Die anderen Pfeile, glaube ich, lassen wir einfach mal liegen, weil sonst wird es langsam zu viel. So, das kann weitergehen an sie. Können wir die stacken? Ja. Gut, wir werden nochmal schlafen, in der Hoffnung, dass wir dieses Mal rasten können. Ja, diesmal können wir rasten, jetzt sind wir wieder vollständig erholt. Ich speichere. Und hier ist wieder der Elite-Söldner unterwegs. Also ich denke mal, dass der da sich irgendwo noch hinten befindet. Wenn nicht, soll er uns angreifen. Mein Gott. Der alte im Schattenverstecker. Unsere Freunde sind weg. Wahrscheinlich sind sie dann nach vorne gerückt, weil hier ja auch safe ist. Inzwischen. Hey, ja. You feel a breeze? I feel a breeze. Wie eine Brise. Hey, how are things going?
Heya, wie läuft's? Die Wache, mit der ich gesprochen habe, erwähnte ein Schwert, welches bereits weg sei. Was könnt ihr mir über diesen Ort erzählen? Mich interessiert mehr, was in den letzten Wochen gedreht hat. Ich nehme mal das Oberste. I kinda saw a note on Duke Janath's desk. It fell on the floor and I just picked it up, honest. It said someone broke into the palace and took Saravok's sword. Could that be it? Saravoks Schwert wurde gestohlen. Okay, warum? Vielleicht, aber warum sollte es sie interessieren, die Wachen? Das könnte erklären, warum die Wache dachte, dass ich auf das Schwert abgesehen habe. Als ich das letzte Mal sah, befand es sich in der Hand meines Halbbruders. Ja, wir nehmen das mal. I don't know why Korlaz would take the sword, but if it's gone, she must have given it to someone else. Maybe we can find a record or shipping log in her chambers. Also irgendwie verwirrt mich das. Aber gut, Switch. Wahrscheinlich hätten wir ein Schwert finden sollen, hab's irgendwie nicht gefunden. Das sollte ich mir genau ansehen. Wir halten keine Antworten. Wenn wir nur auf diesen staubigen Boden standen, gehen wir weiter. Ich will einfach nur die Mission abschließen. Ja, das sollte ich mir genau ansehen. So, dann. Bitte, Fallen. Nach Fallen suchen. Und hier müsste ja eventuell... Versucht sich im Schatten zu verstecken. Hier müsste eventuell noch ein Gegner auf uns warten. Fallen sehe ich im Moment keine. Da ist der Gegner. Und er schießt auf uns und trifft auch. Aber er vergiftet uns nicht oder ähnliches. Kommt er? Kommt nicht, ne? Der Feigling. Ich bleib hier mal kurz ein bisschen stehen, um die Falle zu entdecken. Nein, auf dieses... Warte mal. Auf diesem alten Wandgemälde befindet sich ein grinsender Schädel tief unter einer schwarzen Kapuze. Da ist der Gegner. Ein Elite der Söldner, genau. Aber er kommt tatsächlich nicht, der Feigling. Da müssen wir zu ihm kommen. Ich will nur... Oh je, das schafft ihr auch ohne mich, oder? Heiler der flammenden Faust. Was macht denn der da hinten? Jetzt sind die alle nach vorne geschritten. Okay, da müssen wir auch. Dann müssen wir auch nach vorne schreiten. Weil sonst, was waren die denn da? Wo läuft ihn davor? Die Drottel. Das zählt offensichtlich als safe, als sicheres Gelände jetzt hier. Deswegen sind die nach vorne gelaufen. So. Safana, du hast jetzt ein Problem, nämlich geschwächt. Aha. Warum? Weil sie wahrscheinlich getroffen wurde, ist von irgendeinem. Irgendwas getroffen worden, schätze ich mal. Heißt geschwächt, dass sie sich nicht mehr bewegen kann? Ja, offensichtlich. Okay, das war heftig. Look at the size of that door. It must be a lever or something to open it. Die ist schon offen, die Tür. Die Tür ist irgendwie schon offen. Vielleicht doch durch unsere Aktion hier mit den bunten Farben. Ich weiß es nicht. So, dieser Bereich, sie ist nicht mehr geschwächt, das ist gut. Das heißt, du kannst jetzt nach Fallen suchen. Was haben wir hier denn noch so? Wir haben hier ein Seil, wir haben hier dieses Sarkophag. Der könnte wahrscheinlich mit Fallen gesichert sein. Schauen wir mal. Und hier ist noch ein Seil. Ein Seil hängt an der Seite des Abgrunds. Ihr könnt daran hochklettern, um auf die obere Ebene zu gelangen. Die obere Ebene. Können wir die von hier aus sehen? Da ist die Treppe nach oben, ne? Na gut, also da geht es offensichtlich weiter. Jetzt müssen wir aber erstmal die Falle hier entschärfen. Sehr gut. Da haben wir einen weiteren Stab und Untote festhalten als Zauber. Krea, schnappt ihr die Sachen mal. Untote festhalten können wir leider nicht verwenden. Kann ihn jemand anders verwenden? Nein. Und den Stab geben wir an. Ja, ja. Ja, wir wissen es. Bitte weiter nach Fallen suchen. Ich glaube, ich gehe erstmal in den Raum hier links. Als erstes. Ist das hier so ein Rundgang? Kann das sein? Fallen sehe ich im Moment keine. Und hier scheinen so Schlafbereiche zu sein. Da ist jemand. Ich hörte, dass der Kreuzzug im Norden doppelt so viel zählt wie Korlas, wenn nicht noch mehr. Wir sollten da mal, wenn diesen Abschluss... Die unterhalten sich irgendwie über einen Kreuzzug. Halt! Uns
wurde aufgetragen, diese Apparatur zu bewachen. Daher können wir euch nicht weitergehen lassen. Seid ihr Söldner? Vielleicht können wir uns einigen. Ich bin zurückgekommen. Ich werde jetzt nicht kehrt machen. Macht euch bereit zu sterben. Wir können uns vielleicht einigen. Wir haben bereits eine Abmachung mit Korlasch. Wir werden unseren Teil dieser Abmachung erfüllen. Ich bewundere eure Entschlossenheit, aber würdet ihr für eure Moralvorstellung auch sterben? Ich habe alle eure Gefährten getötet und ihr seid als nächstes dran. Flieht und ich verspreche, überall zu erzählen, dass ihr bei dem Versuch, eure Pflicht zu erfüllen, gestorben seid. Also, falls mich jemand fragt, was ich stark bezweifle, dann endet euer Leben hier und jetzt. Tim ist Oberste. Ich habe einen Ruf zu verlieren und eine Aufgabe zu erfüllen zum Angriff. Okay, die greifen uns an. Zwei Söldner. Hier seht ihr, was die vorher besprochen haben, falls ihr es euch durchlesen wollt. Zwei Söldner. Söldner. Ja, wir haben vorher schon Söldner besiegt. Das kriegen wir diesmal auch hin. Sucht sich mal Schatten und dringt. Ihr hört, wie sich in der Ferne eine Tür öffnet. Oh, das hört sich nicht gut an. Wo sind denn jetzt die Söldner? Da ist er. Für die Gefallenen! Mach den Krea da. Krea, zieh dich zurück. Und dann greifst du bitte ab. So, den einen Söldner sollten wir gleich besiegt haben. Ach, der will zu Imuin. Ja klar, der will zu Imuin. Imuin ist vergiftet. Ach, Imuin sage ich. Safana natürlich. Safana ist vergiftet. Aber wir haben doch jetzt ein Gegengift gehabt, ne? Komm, jetzt tötet ihn. Ja, sehr gut. Und da haben wir noch einen. Alle auf ihn. Oh, das war gegen Krea. Schaut euch das an. Krass. Krea, bitte heile dich. Falsch. Hier. Schaut euch das an. Drei Lebenspunkte hat sie nur noch. Whatever you like. Und das muss ich gleich nochmal machen. Krass. Einfach so aus dem Schatten heraus Krea fast getötet. Lloyd gibt's. Jetzt ist die Tür zu. Nee, die ist immer noch offen. Das war heftig, ja, naja. Es war nicht nur heftig, es war eher hinterhältig, würde ich sagen. Speichern. Und dann müssen wir auch unserer lieben Safana helfen. Die wurde ja auch ganz schön geschwächt. Sehr gut. Da konnten wir das ein bisschen auffangen. Sweetheart? Safana, du musst leider da wieder rein. Es hilft nichts. Ja, ich weiß, es ist gefährlich, aber du musst nach Fallen suchen. Und schauen, ob hier noch mehr Söldner sind. Da ist eine Apparatur, das ist absolut richtig. Ist die hier verbunden? Eine Reihe von ineinandergreifenden Zahnrädern und Ketten verbindet diese Maschine mit einem Hebel im Fußboden. Ihr habt ähnliche Vorrichtungen gesehen, um Türen zu öffnen und zu schließen, üblicherweise große. Ich glaube, das schaut nur so ähnlich aus, als würde sich das hier verbinden. Das ist nicht verbunden. Hier scheint es aber keine Falle zu geben. Das ist gut. Wir haben hier ein Kreuzritter-Flugblatt und ein paar Heiltränke. Die kannst du dir gleich mal nehmen und das Flugblatt eigentlich auch. Das Flugblatt bringen wir natürlich zu Creasola. Sie soll es lesen. Ja, wo bist du, Crea, da hinten? Und dann gehen wir hier rechts rein. So, das Flugblatt an Crea, die es dann lesen kann. Verdient Gold mit eurer Klinge. Jede Münze, die ihr verdient, ist Essen im Mund eurer Familie. Jeder Feind, den ihr tötet, sichert euren Rang im Kreuzzug. Kaelas Kreuzzug marschiert im Norden. Wollt ihr euch anschließen, bewaffnet euch und erhaltet euren ersten Sold für die Unterstützung der guten Sache. Sucht einen Rekrutierungsoffizier auf und verdient euch eure Münzen noch heute. Okay, das hört uns eigentlich gar nicht so, oder? Naja. So, Safana, dann geht's jetzt in diese Richtung weiter. Und schauen wir mal, ob hier noch irgendwas auf uns wartet. Oh ja. Brennende Skelette. Und hier eine Fackel. Ja, die kommen auch zu uns. Passt. Sollen sie machen. Sprich den Zauber Spiegelbild Skelettmagier. Es gibt einen Skelettmagier. Den sollten wir dann zuerst angreifen. Wo ist er denn?
Das ist ein brennendes Skelett, aber den können wir auch angreifen. Ist auch ein brennendes Skelett. Wer, du ziehst dich zurück? Wo ist das Skelett Magier?